Schönen guten Mittag, willkommen auf unserer ersten Covid-Checks-Pressekonferenz, die wir auch organisieren. Du weißt, dass wir Regierungsrat heute Morgen hatten, für über die aktuelle Covid-Situation auch zu beraten und auch den Projekt Loi umzuholen über die Verlängerung vom Covid-Gesetz. Der Virus ist während dem Sommer nicht verschwunden. Wir sehen, dass die Infektionszahlen nicht niedrig sind. Wir hatten aber auch keine Explosion von den Zahlen, wie das in verschiedenen anderen Ländern der Fall war. Die Situation war in den letzten Wochen stabil. Zahlen von heute, die ich mitgedeelt kriege, sind bei 4.155 Tester, 144 positiver. Das ist eine Todespositivität von 2,91 Wert, so wie ich gesagt habe, kein niedriger Tor aus. Die Hospitalisationen sind nicht proportional zu den Infektionszahlen an die Luft gegangen und es sind auch deutlich mehr Leute gestorben, wie die letzte meint, mit einer Präsenz aber vom Virus, die ungefähr selbst war. Heute ist ein positiver Effekt von der Impfung. Das weist auch, dass das, was Madeleine Depert gesagt hat, dass sie nicht allein kann die Infektionszahlen analysieren und als Hauptelement holen, für Mesuren zu holen, die Spitäler weiter den Hauptfaktor muss sein, weil die wissen, dass man sich auch engagiert hat. Der Bitte von den ganzen Restriktionen wäre, für das auch keine Überlastungen vom Sektor Hospitalier soll kommen, für das ihnen auch normal soin kann. Und dass man nie an der ethischen Frage, wo muss es kommen, heute zu Lützburg, über Schwan, für Patienten, die kann trainieren, oder nicht. Das wurde etwa mal die Depart gemacht. Und wir sind auch Nobelschländer, die auch an die Richtung gehen. Und das beweist auch wirklich, dass die Infektionszahlen, die schwanken können, von Haut auf Mur. Ich kann hier schon, aber bald mit Garantie sagen, dass auch die nächsten Deja Wochen Zahlen nicht werden drastisch aufgehen, weil die Leute aus der Vakanz rumkommen, aber auch an der Analyse gesehen, dass viele Leute aus der Vakanz mit dem Virus zurückkommen, premier Kurs der Infektion am Moment, und auch die Schulen, die umgehen, das heißt, dass Zahlen von den Infektionen nachwerten können an Blut gehen, nicht direkt panikieren, Zahlen von den Spitälern muss am Fokus bleiben, auch wirklich die wichtigste Zahl auch bleiben. Wir sehen aber, dass mit den Impfungen immer ein bisschen mehr Normalität könnte. Covid-Check und Madame Gesundheitsminister wird auch ein Bilan machen. Ich werde die ganze Evenemente, die man Covid-Check-System auch die letzten Wochen am Ende konnten organisiert, gehen humat fertig, bräuchte aber mehr Normalität am Alltag zu kriegen. Und wir dürfen nicht lob den Erfolg oder mengen, dass Normalität die Regel für immer ist. Mir au contraire, wir dürfen auch mit den Zügsehen, mit den Zöllen, die wir im Moment tun, mit dem eine Situation, die aber, Gesundheitsminister nachher kann ich auch wieder darauf angehen, komparieren zu anderen Ländern, ich dazu letzte Woche niedriger als Point wie Zöllen, nicht mengen, dass du viel Lode Match gewonnen hast, für die nächsten Wochen am Ende. Das heißt, wir sind an einer Situation, wo wir Zöllen von Infektionen, die werden an die Luft gehen, Zöllen von Hospitalisationen, die echt stabil auch sind. Und dafür werden wir auch der Chambre proposieren, am Fonds Gesetzgebung mit gleichen Änderungen, wo man am Ende noch wird darauf angehen, bis den 18. Oktober zu verlängern. Hier wirst du das auch ein Rutsch von Punkten am Schul. Bereich auch sind den Herr Meisch für eine Pressekonferenz für Mühe auch angekündigt, die Schönen auch schon der Morgen, auch gestern Jahr an der Presse gelesen, dass ganz viele Informationen auch schon da draußen sind. Wir haben uns engagiert, dass Herr Meisch Mühe auch dann auf all die Fragen, die die Education konzernieren, wird auch können ihr Schritt an Antwort stehen. Und dafür wird man heute nicht auf den dritten Punkt angehen. Stand heute haben wir 74% von der Population, die ob manns Dörfer von einer ersten Impfung angeholt, das ist ein guter Tischbilan, gestern hat Madame von der Leyen gesagt, dass sie an der Moyenne in Europa im Moment bei 70% liegt, mit 74% sind wir über der europäischen Moyenne. Wir sollen nicht meinen, dass da alles gewonnen wäre und dass ein Storup zufrieden sollte gehen, also hat das alles an der Reihe zu Lützburg. Wir wissen, dass alle gut sind, dass die Impfung der beste Schutz am Anfang gegen den Virus ist. Und wir konnten logist, und dafür haben wir die paar Minuten Verspätung, wir wollen logist nach connectiert mit der Chambre, für eben, so wie man das depuis le départ gemacht und heute zuletzt wird das die Regierung die Chambre durchgesetzt, Reglement, also Dispositionen geholt werden, nicht durch extra oder durch Urgence, der Gruppe von der Zeit, also ganz am Anfang, wo man nicht hatte Urgence auch hatte, mehr an die Chambre auch informiert, eben darüber hin, und da konnte man vorgestellt, ja, mit kann ich geimpft sein, mit kann ich aber nicht krank gehen. Jo, es kann ihn auch
nicht ein kann ja positiv sein. Mit einer schweren Erkrankung, also ich greife los auf die Zahl, die ich dann noch schon letzte Woche auf dieser Platz gesagt habe, dass die 5 Leute auf Intensivstation wären, 5 Leute wären, die nicht geimpft sind. Mit einem Moment 8 Leute auf Intensivstation. Die 8 Leute sind nicht geimpft. Das ist nicht die Barrieregarantie, dass sie nie mehr krank sind. Mit das aber am Moment die Garantie, dass in obmanns der schwere Verlauf von der Krankheit der beste Kampf aussieht. Das tun wir schwarz auf weiß. 8 von denen Leute auf Intensivstation sind nicht geimpft. An gestern nach ein Doktor begegnet bei Sergel, der mir gesagt hat, ich habe eine Person von knapp 40 Jahren auf Intensivstation. Nun ich gefragt, wer hat sie da nicht geimpft gehen? Dann war ich hat nicht gemeint, ich könnte Virus kriegen. Das kein für ein Virus geschützt, kein. Mir Leute auch von mehr jungen Leuten auf Intensivstation landen. Da wenn sie die Impfung als wirklich den, das Beste für können, Eis zu schützen, sich selber zu schützen, mir auch seine Mitmenschen zu schützen. Dann noch am Anfang die Vulnerables, die vielleicht nicht können im Moment geimpft gehen, die Leute anders will für, die nicht können geimpft gehen. Wenn manche Leute Virus sind, wird sie am Anfang mehr geschützt gehen. Das ist ein Akt von Solidarität, auch vis-à-vis von den Leuten, die halt nicht die Chance hatten. Die kriegt die Möglichkeit, geimpft zu gehen. Die kriegt die Möglichkeit, anfangen, einen Teil beizutragen zu der Solidarität, wo andere Leute am Moment nicht können, nicht dürfen geimpft gehen, und anfangen, auch ein Risiko können, krank zu gehen. Ich will dafür auch auf dieser Platz einen Appell machen und den Leuten, die bis jetzt nicht geimpft sind, denkt und ich. Wir denken für und allem auch an ihre Gesundheit, denkt an den Leuten, die da gerne haben, aber wir können just diesen Virus als Souvenir am Kopf behalten, weil man auch Meister gehen, aber sieht, worin sich auch impfen lässt. An Impfen wonach nie so einfach wie lo. Die Leute haben das schwach. Die Leute können irgendwie Rendezvous an Herrn Victor Hugo gehen. Die Leute können bei den Impfbus gehen. Den Impfbus könnte nach Hause auf einem Fußballmatch. Und das muss auf der Pfanne im Glas sein. Und das ist der 5. auf der Kock. Und das ist der 9. auf der Pfanne im Glas sein. Und bei den Europameisterschaften am Judo bei den 21. Und das ist beim Brooklyn Street Fest zu Ettelbrück. Und das ist beim Weihfest zu Mächer. Und das ist bei der Nuit des Lampions zu Wolzen. Und das ist beim Familienfest zu Esch. Etc. etc. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, wir können spontan oder auf jeden Fall ohne Rendezvous, ohne kompliziert, können geimpft zu gehen. Wir sind uns auch bewusst, dass ein Gritsch von Leuten, Duten und Frohen und Sorgen und Interrogationen und Doktoren sind ja normalerweise Personen, ihren Hausdoktor, Personen, denen vertraut. Leute, die auch Swivi machen. Aber wir sehen auch am Moment, dass 241 Doktoren die KID-Charge unterschrieben haben. 241 Doktoren, da geht es von Pädiatern über Generalisten, wo, etc., etc., wo ich kann. Mein Doktor, den ich schon die Frohen, die ihn hört, die Duten, die ihn hört, die Ängsten, die ihn hört, kann man mich changieren, er in seine Impfung auch kriegt. Und da, wenn sie als, auch bei den Nebenwirkungen, die größtenteils, und ich weiß, dass auch Komplikationen kommen, sie mit größtenteils, aber harmlos wären, nach immer viel mehr recht sind, wie Krankheit und Komplikationen bei der Krankheit. Und dazu ist es wirklich auch in Connaissance de cause. Wir haben im Moment 29 Hospitalisationen, davon von den 29 sind da 3 voll geimpft. 8 Leute, wie gesagt, auf der Intensivstation, von denen 8 kein ein, der geimpft ist. Dafür, wie gesagt, mit dem Hausdoktor schwätzen, es war noch nie so einfach, sich impfen zu lassen wie am Moment. 74% von Lützburger haben auch ihren Schwach gemacht, sie haben sich impfen gelassen, für sich selber noch ihr Mattmännchen zu impfen. Ich finde, ich finde, so die Impfung ist der beste Weg, für an die Normalität nicht zurückzukommen. Wir haben einen neuen Moment aber an der Pandemie erreicht, an dem sich der Titan alles erklärt hat. Es kann, also die Leute, die gesundheitlich nicht können, an die Leute in der Zwille für, jedwein zu Lützburg geimpft gehen. Es tut jedwein ein Opfer, krit für Kinder geimpft zu gehen. Per Invitation, durch freiwillig, durch die Zoom, alle jedwein konnte ohne Rendezvous am Impfbus haut geimpft gehen. Dieser Moment bedeutet auch, dass ich ein Paradigma, wie es braucht, an einer Corona-Politik, die bisschen lo. Wir haben bisschen lo ganz erschränkend Mesure geholt, wir haben ganz viele Leute, die am Anfang auch Erschränkungen haben, nach Hunden, weil man noch nicht die Kuvertüre vaccinal haben, die wir auch wollen. Erreichen müssen als Allgemeinheit, auch sind wir für die Kästen abkommen, für das Jitwerin kommt, so viel Freiheit wie möglich haben. Wir können nicht
haut nach justifieren an rechtfertigen, dass Freiheiten von denen geimpfte Leute so anzuschränken, wie man das eben das letzte anderthalb Jahr auch gemacht hat. Wir können nicht rechtfertigen, dass die Allgemeinheit für PCR Abkommen für Leute, die nicht wollen geimpft gehen. Wir am Moment ist durch den Covid-Check die Möglichkeit für den Genesen, getestet oder geimpft. Der Getest bleibt am Covid-Check. Den Test geht ab dem 15. September per Jahr. Den will per Kommodité den Covid-Check gebrauchen oder für zu reisen oder für ein Restaurant zu gehen oder für Freizeitaktivitäten, die nicht geimpft sind, also nicht unter Allgemeinheit alles zu betonen. Das ist eine Sache von eigener Verantwortung. Auch von allen Einzelnen, auch nicht und einer Minorität zu imposieren, dass die Majorität alles muss bezahlen. Und da werden die drei G-Regeln weiter auch bleiben, mit werden keine Evitationen mehr an dem Large-Scale-Testing verschickt gehen, wo Tausende von Leuten all der getestet sind, oder wo ich noch selber konnte Rendezvous holen, da ganz viele Leute führen die Vakanzen, die ich gesehen habe, ob ich auch Rendezvous geholt habe, weil sie gesagt haben, ich brauche PCR, wir können an die Vakanz zu gehen. Wir müssen weiter vorher bei der Impfkampagne noch machen, und wir hoffen, dass durch diese neue Regelung auch ein Gritsch für Leute da vielleicht so ein Jahr, ich meine, die Impfen wir aber das einfachst, wie all die anderen Sachen. Und ich kann nicht auch hier nicht verstoppeln, dass wir die Entwicklung für die nächste Woche müssen weiter analysieren. Wir werden ein Kloster-Rendezvous haben, wenn der neue Text muss gestimmt gehen. Und ich kann hier nicht ausschließen, ich kann auch nicht so anders gemerkt, aber ich kann hier nicht ausschließen, dass das Regime vom Covid-Check auch ausgeweitet wird bei anderen Rassemblementen an Zukunft, die heute nicht viel gesehen sind. Und hier ist, dass der Covid-Check am Anfang mehr generalisiert kann gehen, wenn wir an einem Monat in einer Situation sind, wo wir wissen, dass neue Mesuren müssen geholt gehen. Es erlaubt uns durch den Covid-Check auch, Fermeturen zu evitieren. Wo viel und alternativ wäre, ob oder zu, als der Covid-Check auch eine Möglichkeit für eben Fermeturen zu evitieren. Ich wiederhole also nach einem meinen Appell, los dich impfen, egal ob da an der Herr Victor Hugo ist, egal ob da am Impfbus ist, egal ob das bei Ihrem Doktor ist, das ist unser Besten, aber vielleicht auch unser einziger Weg, für aus der Pandemie zu kommen. So nicht, merci. Ja, guten Mittag. Ich kann mich dem nicht mehr ausschließen. Wir haben den Sommer 100 als Indikatoren stehen nach immer auf Gring. Man kann ja nicht verheimlichen, dass es doch hier am Land aufhängt, loserlos umzuziehen. Wenn das Aktualität, wie wir ja dann die Länder rundherum ist, also es kein Geheimnis, dass wir es wirklich müssen, ob ein Feiertwell gefasst machen, dass die ähnlich wert sind, wie die wir bislang kannten tun, steht auch außer froh, aber wie sie genau wert sind, das wissen wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Wir müssen mal den Wochenrapport gucken von der letzten Woche, ein Ausstieg um Niveau von den neuen Infektionen um 23%. Da man da leihe man noch immer relativ niedrig, wenn ich nur direkt mal da diese Notbeschländer vergleiche, mit trotzdem gesagt, dass Leute aus der Vakanz zurückkommen und dass du fängst, hier zu drehen. Wie teilt das sich ab? Das interessiert ja im Moment ganz viel, also auch wirklich relevant für die Gestion von der Krise an Leute, die schon ein ganzes Schema vaccinal haben, also die ganz durchgeimpft sind und die nicht geimpft sind. Ich meine, von den 542 sind da ab der letzten Woche 428 gewesen, die sich neu infiziert haben, die nicht geimpft waren, gegen 114 in ihren ganzen Schema hatten. Das sind 21% von den Leuten, die sich neu infiziert haben, die schon einmal geimpft waren. Das macht erschrecken, also aber auch für sich nicht viel. Eine Impfung ist nie zu 100% sicher, das muss ich wissen, keine Impfung, auch die heute nicht. Und mit 80% Sicherheit ist das relativ hoch, das ist mehr hoch, wie zum Beispiel eine klassische Grippenimpfung, sodass das nicht ist, was als Experten erstaunt, dass ich die Normalität, die hier konfirmiert wird, dass die Vaccine, die am Umlauf sind, gut Vaccine sind, die darin ganz großen Impact auf das Risiko von Neuinfektionen haben. Um Niveau von den Hospitalisationen, ich meine, das schon gesagt, gehen noch da, also relativ ruhig, dass nicht nichts, was steht, wir gesehen, dass es leicht drauf geht, dass wir waren nur am Wochenrapport bei 21 Leute, ob das mal normal sind, gehen
6 Leute am Woche, aber haut, das sind die Ärzte, wo wir hören, die auf intensiv sind. Auch da, nach ein paar Jahren, wie gesagt, wenig Leute, die ganz durchgeimpft sind. All die, die auf intensiv leiden, sind nicht geimpften Leute, die den ganz schweren Verlauf haben. Das man dann vielleicht auch nachhängen ja bei den neuinfizierten Leuten bei 31 Jahren selbst wie für die Woche drin, um Niveau von den Hospitalisationen, dass sie nicht draufgegangen, da wo sie die vierte Woche nach bei 51 und das Moyen noch bei 47, das weißt, dass auch junge Leute für allem effektiv, wenn sie nicht geimpft sind, halt wirklich nicht ausgespürt sind. Wir sehen also, dass der Virus da ist, dass der Virus dreht, und dreht definitiv, Neuinfektionen gehen rauf, Kontakte gehen auch rauf. Und wir stellen auch fest, dass eine enge Erkenntnis, dass auch Leute, die geimpft sind, das Virus noch weiter drohen. Aber man muss genau, als noch nicht wirklich wissenschaftlich zu 100% untermauert, mit das eine Tatsache, dass es so ist. Wir sehen da doch in unserem Wochenrapport, wenn da guckt, den Tod der Positivität, das ist die Unzahl der Positiven, die man über den Contact Tracing identifiziert und die Leute heißt, die Leute bei 6,18%. Das weist, dass eben auch Kontakte von Neuinfizierten sich weiter infizieren, das dreht also wirklich weiter. Was den Covid-Check-Regime angeht, da sind wir sich ganz zufrieden. Das war ein großes Inconnu, das wir lanciert haben am Juni. Da könnt ihr euch erinnern, wir müssen nicht probieren, für zu sehen, was das bringt. Das Resultat ist gut. Wir haben insgesamt ein rund 7.000 Eventer gehabt, 6.700, die notifiziert gewesen werden, die Eventer unter 300 Leute waren. Und dann auch noch ein Kehr, ein 233. Monaten für Evenemente, die über 300 Leute rausgehen, die quasi alle akzeptiert gehen. Du wirst müssen ein Konzept sanitär bei uns handeln gehen und akzeptiert gehen. Wir haben ganz wenig Refüge gemacht. Also gesagt, dass das Regime halt zu Lützburg verstanden gehen ist, dass es appliziert gehen ist. Und für uns allem sind wir ganz froh, können zu sagen, dass wir am Niveau von der Inspektion sanitär nichts zu vermelden haben, wo wir so, dass du Sachen schiefgelaufen sind. Wir haben über den ganzen Sommer durch ein oder den anderen kleine Cluster gehabt, aber gar nicht spezifisch mit Covid-Check-Eventen. Das ist wirklich nichts Signifikatives gewesen. Das ist also mit der Ausnahme von dem Ausrutscher, den man direkt am Anfang hat, rund um Nationalfeiertag. Also du siehst, kann in zur Konklusion kommen, dass das ein Regime, den wir in Platz haben, auf jeden Fall gut funktioniert, eine gute Sicherheitsgurt, als zumindest auf jeden Fall mit einer Zahl und Neuinfektionen, wie wir sie noch hatten. Wir sehen nicht, was das bringt. Natürlich, wenn wir mehr Neuinfektionen haben, weil doch das Restrisiko immer noch da ist. Und das Zölle müsste sich natürlich später rumspiegeln. Wir im Moment auf jeden Fall, also zu unserer Zufriedenheit, das hat auch keinen Ernst sein. Wir sind auf jeden Fall froh, dass das Regime sich bewährt hat. Dann können wir noch weiter darüber setzen. Wir sehen auch die Leute, die nicht geimpft sind, das ist auch eine Frage, die viel gestaltet. Wir sehen für uns alle, was in der Alterskategorie eben 18 bis 50-Jährige, die sind recht zu 50-65% geimpft zu diesem Zeitpunkt. Natürlich auch die Jugendlichen in Kanada, die noch nicht können geimpft sind. Wir machen da ein Swivy, das sind Analysen, die wir machen, für besser zu verstehen, wie sind die Leute, die halt nach Zecken, wo sind die Zweifel, für was sind die Zweifel da, wie können wir besser uns zurückkommen. Das sind Erbschen, die bei uns am Hanaufeld laufen. Eine Konstante, die wir haben, wenn du eine Erkenntnis hast mit der Krise, dass das nachher mal Leute mehr heisch ein Risk sind wie andere, dass eine Konstante ist, die ganze Krise, und das sind auch nicht immer dieselben Leute, das sind die entweder durch ihren Alter oder krankheitsbedingt eben ein Immunsystem haben, dem ich schwach ist. Das sind älter Leute, und das sind Leute, die immunodeprimiert sind aus diversen Ursachen oder die vier Erkrankungen haben. Das sind aus dieselben Leute, die man auch prioritär abgerufen haben, für sich impfen zu lassen. Sie bleiben weiterhin mehr exposiert wie die anderen. Ich gebe doch wirklich gerne an der Streiche. Wir sind in einer Situation mit einem Variant, den ausstirchen das, den heisch ausstirchen das, und gilt nach wie vor auch wirklich, ob das Leute ganz besonders aufzupassen, sie selber ob sich mit mir alle guten auch, sie sind mehr exposiert wie andere Leute. Zurzeit ist nach alles auf Grenzen, sowohl in den Spitälern sind wir niedrig im Vergleich mit unseren Notbeschleunigern, am Todepositivität auch nach bei den Neuinfektionen auch kein größer Cluster, mehr geht los. Europa, wir haben auch gesehen, dass die 40% von den Neuinfektionen, ob die letzte Woche geguckt, wirklich aus der Vakanz mit Heimbrot gesehen. Leider war unsere Ansicht nur vielleicht andere und der Vakanzendestination, wie einfach um Fett, dass die Leute an der Familie mit Freunden in der Weh sind, wo sie sich auch heim, vielleicht, wenn sie Vakanz daheim gemacht haben, auch angestarrt hätten. Den Schema bleibt auch noch immer derselbe. Ich meine, das ist
eine Wiederholung, die wir heute machen, das auch immer gut zu machen. Ich meine, dass da, wo in Not zu summen ist, wo das Risiko am größten ist, dass das entretemps eine Evidenz. Hier steht also nicht entspannt, gehen noch nicht für uns, bleiben viele Inkonnuen. Wir können just hoffen, dass das mal ein Platz, wo was sich bewährt wird, sich auch weiter wird bewerten. Das Ganze ist ein Kurs gegen Zeit, die wir hier laufen. Mit einerseits eine Variante, die viel mehr schnell dreht, die mehr ausstechend ist. Andererseits kommen wir mit der Impfung weiter, das hält dem entgegen. Und das, wo wir darauf spekulieren, als Hoffnung aus, dass wir eben trotz steigenden Neuinfektionen, dadurch, dass immer mehr Leute los geimpft gehen, das ganz, die ganzen, die Retombee an den Spitälern wirklich gedrosselt halten, da sind die, den Impact auf Gesundheitswesen wirklich niedrig hält, das ist als Zielsetzung. Und das muss man auch nach immer ganz nah an Zeit nur analysieren, wie das sich hört, wie das schon in den nächsten Wochen wird hören. Die Ausgangsposition ist nicht dieselbe wie letztes Jahr. Wir können als Modellisationen nicht eins zu eins benutzen. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition mit einer Variante, die ähnlich ist, die sich ähnlich verhält. Das ist eine andere Population, mit einem großen Teil von den Leuten, die geimpft sind. Alles das muss neu berechnet gehen. Da sind wir am Gang, darauf zu schaffen, noch zusammen mit der Taskforce Covid-19, die auch immer für uns Modellisationen liefern. Aber auch da sind noch, das ist noch nicht der richtige Rekühl. Da braucht man nach ein paar Wochen, für das wirklich heute zu Lützeburg genau zu sehen, genau hinzurechnen. Das schon erwähnt, gehen darf nicht erstaunen, auch wenn er geimpft ist, kann er sich ausstechen. Ja, das ist so, dass das nicht abnormal ist bei einer Impfung, ein gewisser Prozentsatz. Als immer gehen, den Schneike kann neu infizieren, das ist nicht ähnlich. Die Leute, wir haben gesagt, bei 21% am Moment. Und auch wenn er geimpft ist, und tut den Virus, und auch wenn er nicht krank ist, kann er eine Novelle weitergehen. Das ist der Tückisch, in dem Virus hei, dass er schon kann weitergehen, eher den Kranker sehen, den mir gerne überhaupt krank ist. Das ist und bleibt noch immer selbst. Wir haben rezent Etüden noch vom Conseil Scientifique auf Frankreich vierleihen aus dem August, wo drei Sophie geht, dass das Risiko, den er hat für eine Neuinfektion, wenn er geimpft ist, also ganzen Impfschutz wird doppelt geimpft ist, um 80% mehr niedrig ist, als wenn er nicht geimpft ist. Das ist wirklich signifikativ. Wenn wir dann zu denen gehören, die sich trotzdem neu infizieren, das ist ja schon eine Minorität oder ein Paar, dann ist dort ein Risiko für einen schweren Verlauf, 90% ungefähr mehr niedrig, wie das der schwere Verlauf geht, wie das der Fall ist bei einem, den eben nicht geimpft ist. Das heißt, auch die, die nach Zweifeln haben, sind nicht zuversichtlich, dass mit den Zahlen, die wir haben, mit den Erkenntnissen, die loser rankommen, dass die Leute auch noch wirklich auch verstehen, dass das Risiko, den er hat für eine Nebenwirkung bei einer Impfung, einfach wesentlich mehr niedrig ist, wie das Risiko für zu erkranken und Covid. Wenn er Covid kriegt, kann er auch nicht oft genug sein. Und das macht noch immer abstrakt Schäden für die Leute, die nicht einmal da konfrontieren, weil das ist keine Partie des Plaisir. Ich invitiere Jitouren, die wirklich danach zweifeln, den Echange zu sichern mit Leuten, die krank waren, die am Spital waren, Témoignagen zu lauschen. Das ist keine Lichtkrankheit, die kann einfach so die Lichtschule holen. Das Ganze ist für die Konzernierten nicht einfach und das auch für das Personal an den Spitälern nicht einfach, sie ganz pflegeintensive Patienten und das soll ich nicht vergessen. Das Motto von der nächsten Welle, wenn sie dann gehören, dann sie werden kommen, ich meine, das wäre ein bisschen naiv zu meinen, dass wir hier aufgeschottet bleiben zu Lützeburg, den werden die nicht vaccinierten sind, das ist eine Evidenz, entretemps sind die nicht vaccinierten, die zuhörmäßig das ganze Werten treiben an da besteht ein Risiko für vulnerable Leute. Sie sind die, die am meisten exposiert sind und besteht auch ein Risiko von Mutationen. Weiter wird es mehr drin, werden sämtliche Risiken mehr heisch sind, wenn alle guten wirklich den kollektiven Interesse zu schaffen, dass wir so viel wie möglich geimpft sind, dass wir so wie wir rauskommen. Ich gebe auch gerne darauf verweisen, dass der Direktor regional von der Weltgesundheitsorganisation für Europa, Dr. Kluge, dieselbe Mise en Garde gemacht hat, wie wir sie Heilung gemacht haben, das Risiko von Neuinfektionen und geht wirklich darum, eine Akzeleration zu kriegen, so schnell wie möglich führen zu kommen mit der Impfung. Auch hier hat am Frankreich eine Strategie bestätigt, wo froh das zu hören und zu lesen, dass sie sich soll darauf konzentrieren zu verstehen, für was Leute sich noch nicht impfen lassen. Ich meine, das ist das, erzählt, dass wir gucken gehen, dass wir verstehen, was sind Frauen, die Leute noch haben, was sind die Zweifel, die da sind, wie falsche Informationen zirkulieren vielleicht noch.
Also wirklich, ob die Information setzt, ob die Überzeugung setzt, für die Leute mal über Bord zu kriegen. Ich bleibe überzeugt, ich meine, das ist auch die Position von der Regierung, dass das den besten WS informieren und verstehen, für wer das nicht klappt, dann da wirklich gezielt mit der Impfkampagne weiterführen. Das ist aber voll eine Ambition für das so zu pushen, dass wir da hinkommen, wo die Leute die Impfung sicher gehen, dass wir auch hoffentlich die Erklärungen brauchen, die Leute noch brauchen, die interessiert uns, für was die Leute sich nicht impfen lassen. Das ist nicht egal, was wir besser verstehen, was wir besser können, darauf abwirken und die Informationen auch so abreden, dass wir wirklich die Frauen können adressieren, die dann auch am Raum stehen. Ich gebe auch schon für ihn, den speziellen interessiert, invitieren, ein Kehr Frankreich zu gucken, wenn der Zwölle gesieht an den Territoire d'Outre-mer, wo ein ganz niedriger Quote also von den Leuten, die sich impfen gelassen, die Leute bei 25-30%, da ist die Situation komplett aus dem Ruder am Moment, da sind wir in der Situation, wo Triage muss gemacht gehen, wo Leute rausgeflogen gehen, weil Spitäler nicht mehr packen. Das ist ein immens krasser Unterschied zu Frankreich selber. Alles das weiß, dass die Impfung einfach einen Impact hat. Das sollte am Fungal haut oder von Woche zu Woche immer mehr anliegen. Es gibt jemanden zu holen, die vier Leuten. Das sind sowohl individuell für sich selber ein Interesse, hat, sich impfen zu lassen, wie auch als Gesellschaft. Das ist systemrelevant. Es hat einen Impact, es sterben Leute, es spiegelt sich direkt an den Spitäler, wenn es da hochgeht, es kann ganz sehr gehen. Und dann ist das zu unser aller Desavantage. Wenn die Spitäler überfordert sind, ich gebe gerne daran erinnern, das ist nicht nur für die Covid-Patienten relevant, sondern auch für all die anderen Patienten. Das Personal ist limitiert, sie haben schon zwei Hände und alle guten zusammen eintreten, dass es nicht mehr so weit kommt. Als Kampagne hat als Ziel natürlich so hoch wie möglich zu kommen. Wir werden probieren über die nächsten Wochen und dafür auch die Kurzdauer los. Ich meine, das Rentree, viele Leute fahren fort, kommen viele neue Informationen. Wir haben wirklich die Hoffnung, dass wir noch viele Leute erreichen. Wir sehen auch, dass die Offeren, die wir am Platz gesagt haben, für ohne Rendezvous sich impfen zu lassen, sehen. Die Leute kommen dahin, stehen oft lange Schlangen bei unseren Impfbussen, schon selber gesehen an der Sonne. Wir sehen, dass das effektiv wirkt. Wir gehen uns mehr für da noch mehr gezielt wirklich auf Plätzen zu gehen, wo die Leute sind. Aber sie können erreichen, wir sind auch mit den Betrieben, mit der Union des Entreprises am Gespräch, wie wir können auch andere Betriebe die Impfung weiterbringen, wie wir an den Schulen das können am Hirscht organisieren. Es geht wirklich darum, immer mit Nobel Leute zu kommen und also auch wirklich zu überzeugen, dass es so wie es kann. Packen, wir brauchen en attendant selbstverständlich noch ein bisschen Ausdauer. Ich habe vorher sehr nicht können zu suchen, wir sind immer nicht dadurch, wir müssen auch irgendwo die Moral halten. Wir können nicht aber packen, wir sehen, was funktioniert, die Serie, die wir gewissen haben, über den Sommer, rund um das Covid-Check-Regime, wo auch Privatleute das wirklich deklariert haben und sich daran halten. Und ich bin überzeugt, dass das doch am großen Stil gemacht ging. Also, das hatte man nicht die guten Resultate, die wir haben. Das ist das, was wir auch weiter brauchen. Das ist die Serie, die Ausdauer für wirklich das dort noch ein bisschen durchzustehen, parallel eben Vertrauen haben, dass die Impfung das ist, was wir brauchen, und Vertrauen noch an uns erben, dass wir alles machen, für die Leute so gut wie möglich zu erreichen. Voilà. Den neuen Text, voilà, ich hatte ihn noch ganz vergessen. Weißt du den normalerweise siehst? Der neue Text ist also im Grunde der Status quo. Da geht es ein bisschen aus dem Wertig gesucht, was wir am Platz haben, funktioniert. Gut, wir können keine andere Konklusion zu diesem Zeitpunkt ziehen. Wir haben einen kleinen Oberflank vielleicht noch gesehen, denn das rund um Spitäler und das ist auch da, wo wir proposieren, nachzurüsten. Wir haben den Cordon Sanitaire, den wir, wenn ich so will, gesagt haben, über das Covid-Check-Regime an den Alters- und Pflegeheimen und noch an den Spitäler. Den hat am Fungal als Wiese, den Covid-Check da anzusetzen, wo ihn an das Haus racken, dann in Kontakt mit einer vulnerablen Person könnte. Das ist bei einem Resident an einem Alters- und Pflegeheim oder eben einem Patienten, der hospitalisiert ist. Das ist aber so, dass an den Spitälern auch andere Leute anderen ausgehen, die noch nicht unbedingt bei Patienten auf Visite gehen, aber die bei ihren Doktor gehen, die bei einem Visite medikal gehen. Und da hat sich den Text nicht gespielt. Wir sind zur Konklusion gekommen, dass es besser wäre, das Zitten, also die Spitalsitte wirklich komplett zu sichern über das Covid-Check-Regime. Da sind am Fungal auch einige Titel, dass es war, wenn du rangehst, sehr wird auf Besuch bei einer Person, sehr wird auf eine Visite medikal bei seinem Doktor, dass er das Covid-Check-Regime muss respektieren. Das heißt, das muss er vorweisen, dass er entweder getestet ist oder geimpft ist oder eben einen Schnelltest, das für Platz machen, das für ein Maximum Sicherheit wirklich an den Spitäler zu haben. Für den Rest können wir nur feststellen, dass das Covid-Regime gut funktioniert hat, heute zu Lützburg.
und wir werden eine Welle beihalten. Also das ist die einzige Änderung, die viel gesehen aus. Ein paar kleine Minim-Textänderungen, ich meine, das sprengt heute Kader für anzugehen. Voilà, ja, für die Education, das wird man mehr im Detail präsentieren. Dann an eine Laufzeit, die beschränkt ist für Wert, weil ganz viele Inkonnen am Raum sind, weil man wirklich ob das werden von der Rentrée, für sie gesehen, wie das sich rumspiegeln wird, um sanitäre Plan, da will man nicht riskieren, zu viel lang zu gehen, wir wollen wirklich ein kurzes Rendezvous haben, für das dann Zeit noch können auflösen zu lassen. Just ehrlich, ich habe vorgestellt, weil der Risk wird bestehen, für die Kinder immer zu viele Führer oder für die Leute, die nicht können geimpft werden, wenn es Gesundheitsursachen, als Gesundheitsminister auch am Gang zu gucken, Security-Sozialsminister Ansing delegiert, Minister, ich werde auch mal am Lehnert, für zu gucken, wie du eine Prison-Charge auch kann gemacht werden, weil wir können nicht von den Leuten verlangen, die noch nicht können geimpft werden, dass sie für PCR-Test oder für dann eben der Zertifizierer-Tester, die an Abdikten können gemerkt gehen, selber müssen abkommen, denen die nicht kann geimpft gehen, und da sie, wie gesagt, nach Diskussion am Gang. Das werde ich wiederum so tun, ab dem 15. September, PCR, der Large-Scale-Testing oder Priester-Rendezvous oder die Invitationen fertig. Ich habe nicht gesagt, dass ab am Oktober der Bilan gezogen wird. Da kann der Covid-Check mit Brett gemerkt gehen, und ihr wisst, dass da am Moment schon eine Option gibt, die hier bei vielen Plätzen lebt, das ist die von den Schnelltester. Demnach, wie die Situation ist, die dritte Periode von den Schnelltester, weil ich schon wieder gesagt von den 3G, den 3G hat ja auch nach Schnelltester an sich. Da muss geguckt gehen, wie auch mit dem weitergeht. Es ist möglich, dass, wenn die Situation im Oktober nicht gut ist, dass auch die Fakultät von Schnelltester als Alternativ zum Getest, PCR oder zertifizierte Schnelltest bei einer Optik kann wegfallen. Ich will just vier Wochen. Ja, im Moment geht das noch. Das ist nicht, dass ab dem 15. Schnelltester, 15. September alle Schnelltester verschwanden. Das ist auch eine von den Optionen. Auch nach dem Punkt, der Congé pour raison familiale, ja. Selbstverständlich auch verlängert mit der Laufzeit vom Gesetz. Da geht es wirklich darum, den Status quo zu halten, mit allem, was dazugehört, mit allen Facilitäten, die man geschafft hat, für die Leute den Respekt von den Mesuren so einfach wie möglich zu machen. Wissen, dass es nie einfach ist, mehr. Gucken, das irgendwo so hinzukriegen, dass möglichst alles steht, was soll. Moyenne, Joseph Gaulier, Essentiel. J'ai une question par rapport à une éventuelle troisième dose, savoir si cela a évolué depuis la dernière fois, si certaines personnes devront faire une troisième dose ou pourront, et si oui, bon, bah, qui et à quelle échéance. Merci. Ja, wir werden noch einmal auf den Avis vom Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses. Da wird eine Decision kommen, das ist auch imminent. Das ist leider überhaupt noch nicht viel, sonst hätten wir den Lomat gedehlt. Ich gehe davon aus, dass das aber nicht mehr lang dauert. Sie schaffen darüber intensiv. Und da wird sicherlich Neues kommen. Sobald wir da etwas werden wir ein Kommuniqué machen und das mitteilen. David Marquez für den Quotidien. Eine Präzisionsfrau, Herr Premierminister, du hast vorhin gesagt, dass 74% von den Lützebäuer Residenten, die sich konnten impfen lassen, bis so eine Eichdosis kriegen. Bei Kant, also wenn ich mich noch nicht irre, die Kommunikation von der Kommission gehört, dass die 70%, dass wir Leute die komplette Schema haben. Also, weil das Lützebäuer schon das komplette Schema hat. 70%. Also, das 70%, doch, Lützebäuer, im Moment. Okay. Dann, was hatte ich noch? Ja, beim Wachstum geht ja viel mehr los. In der Zwischenzeit, natürlich in Deutschland, hat die Matkrieg am Juli, dass eine ganz reine Dosis von AstraZeneca aufgelaufen sind. Wie gesagt, beim Lützebäuer Stockhaus, da sind doch schon Dosen, die vielleicht schon an die Einzelimpfprogramme für die Entwicklungsländer geflossen sind. Oder durch Schiffrein. Also, wir sehen im Moment, also das Ziel von den Impfungen, im Moment, wir haben bald 450 Leute an der Moyenne, die sich spontan präsentieren an Impfzentren und Rendezvous, was proportionell zu dem, was man nicht nicht ist, wenn ich vergleiche zu vielen, wo wir bei 1000 oder ein bisschen drüber heinz da wären. Denn der Fakt ist, wir haben tatsächlich also engagiert, am Programm, vom europäischen Programm auch an Länder Vaccins zu schicken. Ich will den Herr Feier, wo der Moin nicht doof ist, den Punkt zu machen, den Kooperationsminister Oras, wir müssen uns engagieren, für ihn zu machen. Schon am Moment, ganz transparent, keine Informationen von Sachen, die eine Waschgeheit gewähren. Aber tatsächlich, wenn Datumen drauf sind, Verfallsdatumen, ist das eine Garantie, die wir haben, dass nichts gespritzt wird, was irgendwie nicht aufgelaufen wäre. Ich kann das dort aber nur froh, dass man am Thielen informieren. Mit Info, dass man Sachen eine Waschgeheit hat, habe ich nicht gekriegt.
Danny Schumacher vom Wort. Ich hätte noch ein Produkt gesucht, an Aussicht gestellt, wenn wirklich Situationen um sich verschlechtert, kann der Covid-Check ausgeweitet gehen. Eine Frage, wie ist es, bleibt da beim 3G oder werden 2G eine Option, zum Beispiel ein Hamburger Modell, wo dann die Getestet ganz wegfallen, mit dann dürfen die anderen, die geimpft und die gesund, dann dürfen die mehr. Ist das eine Option, dass da auf die Weg geht, gehen? Und dann auch noch eine zweite Frage, das ist eine rein praktische Frage, den britischen Pendant zu unserem Covid-Check. Mein Zettel, mein QR-Code geht heute zu Lützburg nicht unerkannt. Also da irgendetwas könnte, weil komischerweise Frankreich oder Polen geht nicht unerkannt. Aber wenn dann da einen Stempel hat, dann darf er dann einfach rankommen. Also wir haben die Diskussion überhaupt mit Großbritannien, weil du wirst ja auch, dass die Konditionen für ranzufliegen und zurückzufliegen mehr zu Lützburg mehr streng sind, zum Beispiel im Moment auch mit Großbritannien für da reisen, für auf Lützburg zu kommen. Das sind all die Punkte, wenn es dem Test, den heute zu Lützburg nicht unerkannt wird, haben wir den Morgen auch am Regierungsrat diskutiert und du konnten auch von Service mitgedeelt, dass das dringend geguckt gehen, weil das ein Froh von der Finanzplatz gewesen wäre, als du die Blockage auch du. Die andere Sache von die erste Frage, die da gestellt wird vom Covid-Check generalisieren, ja, es gibt noch Optionen. Du wirst im Moment, du da zum Beispiel am Restaurant der Schwarz feier, das ja, da braucht er keinen, an der Feier, also bis Feier, an etc. Das meiste, dass der Covid-Check dann nur eine Realität geht, dass den, wo die Leute zusammenkommen, gefroht wird. Ich kann das halt nicht ausschließen. Ich will einfach lieber mit einem Covid-Check für eine Plätze, wie die Plätze zuzumachen. Das heißt, dass ich durch den Covid-Check evitieren kann, alles zuzumachen, wie das Alternativ vom Covid-Check manchmal eng ist, wo ich kann, am Anfang mit der Schraube an die eine oder an die andere Richtung auch gehen. Du hast den deutschen Modell auch angeschaut von dem 2G. Am Moment sind wir der Meinung, dass Testen auch noch zu dem Ensemble gehört. Wir wissen, dass ein Gritsch vielleicht nicht können geimpft gehen. Das heißt, da wären ein Gritsch vielleicht auch exklu von verschiedenen Freiheiten. Und da sind wir auf dem 3G nach immer durch. Die Gruppe von den Leuten holen aber die Impfung. Das sind wir ja auch von dem Ganzen, von denen Leute, die heute einen geringen Covid-Check haben, als die Gruppe durch die Impfung auch kommen, und dann durch Genesen und dann eben auch durch Testen, wird die dritte Fakultät auch als ich fand, am Moment, wo ich nicht Jitverein kommt, Möglichkeit geimpft zu gehen oder auf jeden Fall nicht Regeln hört, wo ihr seht, unter 12 zählt gar nichts. Delikate, so, und die sind dann ausgeschlossen von Freiheit. Da haben sie als Verreis noch immer die drei G'en von Optionen. Und ich weiß, dass wir das letzte Woche eine Diskussion hatten über die möglichen 4G. Das heißt, dass in Dugif so zum Beispiel Antikoren, für werde ich den Punkt just auf hier geöffnet. Die können halt Antikoren haben, aber nicht genesen sind. Weil für genesen zu sein, muss ich ja ein positiv getestet sein mit einem PCR. Wenn ihr keinen positiven Test habt, dann seid ihr nicht genesen. Die können aber Antikoren haben, an dem die asymptomatisch krank sind. Und da, wenn sie als das, wenn der muss auf europäischem Niveau diskutiert gehen, dass ein 12 von Antikoren ein von der Möglichkeit könnte sein, für auf jeden Fall an einem G-System für können zu reisen, können rankommen. Fett ist aber, on est loin de là, wenn die Leute meinen, das wird nächste Woche kommen, wie nach gestern mit diesen belgischen Kollegen drüber geschwärmt, wo sie sich selber ich war die Dote froh, die Kapselrichtung zu machen, weil allein an der Belgien ein Appa 12 von System gehen, vier Berechnungen von den Antikorstester zu machen. Das heißt, die einen haben einen, wo ich über 10 muss, den anderen haben den, wo ich muss über 100 tun. Und das heißt, da geht es schwer, für ein europäisches Niveau zu kreieren, für das so und das ab, den du, wenn sowieso zwei verschiedene Systeme haben. Die Fehler vom Tester, da sind positiv, oder da sind negativ. Also das heißt, ich habe die Boulot sur la planche mit froh die Gestalt gekriegt wird, als ein Antikor ein Möglichkeit soll nicht ausgeschlossen gehen, wir sollen da evitieren, als Lützburger Land Kavalier Söll zu machen, weil dann hat man auch das Risiko, dass eisen PCR-Test, eisen genesen, eisen geimpften, ob ein QR-Code vielleicht an dem einen oder an dem anderen Land nicht unerkannt gehen, weil wir gemeinsame Standards festgelegt sind und nicht von Europa, von der Kommission. Ich wollte einen Kanufruhen, vielleicht, weil mir das vier Runden entgangen war, weil du das neue Gesetz, wenn du den Auflauf hast, zeitlich. Und wenn ich das
Bis wenn ich das Geld genäht. Die hat gesucht am Oktober, geguckt. 17. Oktober. Die neuen Text zählt bis 17. Inkludiert, das heißt, ab dem 18. können die neuen, muss dann neuen Text gehen. Das heißt, dass man dafür drin, dann müssen auch am Regierungsrat all die Analysen gemacht haben. An den dort Text geht nur an Prozedur. Also 18. Ja. 18. Oktober. 18. Oktober. Wen hört noch frohen? Ja, von den Kind vom RTL Radio. Soweit mir das gesehen haben, also geht aus der Statistik nicht auf vier, wie viele Leute an den Doktorspraxis geimpft wurden. Gehen die Zölle nicht erfasst? Wie sieht das aus? Doch, wir werden die auch erfassen, dass wir loser auch gelernt, wie wir die Woche, wo alle Wochen nach Doktoren dabei kommen, sind in der 1600 Rendezvous, bis die geholt sind, wir werden die auch noch regelmäßig abreden. Das ist ein Urlaubfass gewesen. Dann, Fürst du ungefähr, bis du, wie viel da waren? 1600... 646, für ganz präzise zu sein. 1646, war ja. 1646 Personen, die bis an den Doktorspraxis geimpft sind. Am Moment kann ich bei 210 Generalisten, 23 Pädiatren, 5 Internisten und 3 Médecins du Monde impfen lassen. Okay, merci. Und dann eine zweite Frage, weil du an der deutschen Presse, das in Deutschland, wenn man sich zum Beispiel an der Schule oder der Uni infiziert, kann der das Arbeitsakzident gelten. Und da kann man sogar, wenn man Langzeitfolgen hört von einer Covid-Infektion, einen Invalidenrand kriegen. Wie ist das in Lützburg? Die Frage war es noch nicht gestellt, muss ich ehrlich sagen. Eine interessante Frage, wenn man die mal macht. Gehen da mit den PCR-Tester, die nicht mehr gratis sind, auch Antikörpertester? Nein. Wir werden über den LNS, also den Large-Scale-Testing selber, das wir im Marché Publik gelebt haben, die können wir benennen, den 15. September. Wir fahren aber weiter mit den Antikörpertesten am Anfang für die Leute draußen, so wie es das bis lokal und wir werden eine Invitation kriegen, ein Champion für Leute, das wird den Laboratoire National de Santé gemacht. Das läuft weiter. Jean-Luc Gauthier, merci.